Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Jo, liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich mal was ganz Besonderes mit euch vor. Und zwar will ich euch mal einweihen in eine der ältesten One-Piece-Theorien, die es gibt. Und zwar ist diese Theorie von fucking 2008. Sie ist schon über 8 Jahre alt und sie hat ein junger Mann aus Mexiko verfasst. Und ziemlich krass, Leute, 8 Jahre für eine Theorie, also, und sie ist immer noch plausibel und wird auch als die bekannteste One-Piece-Theorie betitelt und ich werde sie 1:1 vortragen, um sie nicht zu verfälschen. Und danach werde ich nochmal so ein paar Ergänzungen machen und vielleicht nochmal so meinen eigenen Senf dazugeben. Und ja, lasst es einfach auf euch wirken und stellt euch vor, was ich, versucht es euch bildlich vorzustellen, was ich hier vortrage. Und jetzt geht's los, Leute. Auf dem Mond gab es vor langer Zeit ein Königreich mit dem Namen Birka. Die Technik in diesem Königreich war weit fortgeschritten. Ein Beispiel waren zum Beispiel die Roboter und die Waffen, die sie erschafften. Sie haben eines Tages den Mond wegen Ressourcenknappheit verlassen und wanderten vom Mond aus auf die Erde. Mit einem selbst konstruierten Schiff, das sie Pluton nennen. Auch in der Coverstory von Enel zu sehen. Eine Geheimorganisation wollte ihre Macht für sich nutzen und erklärte deshalb den Birka den Krieg. Daraufhin entwickelten die Birka 2 Waffen, um den Krieg für sich zu gewinnen. Benannt wurden sie Poseidon und Uranus. Haha, Leute, Uranus natürlich. Poseidon verläuft unterhalb des Meeresbodens, die die Gezeiten des Meeres verändern, um eine Barriere gegen feindliche Schiffe zu errichten. Und mit der Waffe Uranus lösten sie Naturkatastrophen aus und änderten so das Klima. Durch Erdbeben und Ausbrüche von unterseeischen Vulkanen wurde die Red Line und der Calm Belt gebildet. Der Ozean wurde dadurch in 4 geteilt. Die Kanonen von Poseidon sind aus ihrer Heimat Ferry Base gemacht. Die Kugeln der Kanonen bestehen aus Sand, das eine Tendenz zur Koagulation des Meereswassers hat und das Wasser die feste Form von Sand annehmen lässt. Später sanken die Kanonenkugeln in den Meeresboden und es wurde zu Erze. Diese Erze sind heute als Seestein bekannt, die Teufelsnutzer ihre Kräfte berauben. Auch mit ihrer außergewöhnlichen Waffen verloren die Menschen vom Mond den Krieg nach 100 Jahren Kampf. Die Überlebenden versteckten die Waffen, damit sie nicht in die Hände der Organisation gerät, und nahmen das Die als Mittelnamen an, das für einen Halbmond steht, um sich untereinander zu erkennen. Denn die Organisation versucht, alle Menschen vom Mond zu vernichten. Diese Organisation gab sich den Namen Weltregierung und sie beseitigt ihre Missetaten, indem sie 20 Soldaten auf den Mond schickt, um jegliche Spuren und Beweise für die Existenz der Mondmenschen zu beseitigen. Die Nachfahren dieser Soldaten sind heute als Weltaristokraten bekannt und werden wie Könige behandelt. Das erklärt auch die Raumanzüge. Die Überlebenden errichten eine kleine Insel, die für Weltregierung unauffindbar ist. Der Name dieser Insel war Unicorn. Auch versteckten sie einzelne Teile von Pornoglyphen der wahren Geschichte, weil sie den Menschen von den Taten der Weltregierung erzählen wollten. Auf der Insel Unicorn ist eine abschließende Waffe der Birka. Sie hat die Fähigkeit, alle 4 Blues wieder zu einem zu vereinen, dem All Blue. Der Name der Waffe ist, Leute, jetzt haltet euch fest, One Piece. Durch die Waffe One Piece würde die Redline zerbrechen und der Standort der Weltregierung, Mary Joa, würde ins Meer versinken. Und somit wäre das Projekt One Piece abgeschlossen. Ja, Leute. So, das erstmal zu der Theorie. Ich hoffe, ihr habt Gänsehaut, weil ich habe selbst beim Lesen Gänsehaut bekommen, als der Name One Piece gefallen ist. Leute, echt ziemlich krass. Es ist nur ein paar Fehler, wie zum Beispiel, es wurde gesagt, die Kanonen von Poseidon, was natürlich Blödsinn ist. Wir haben inzwischen schon erfahren, dass Poseidon Shiroshi ist und das eine Person ist und sie spuckt ja nicht Kanonen aus ihrem Mund. Deswegen ist das Quatsch, aber man kann trotzdem, ich denke, dass das mit diesem Kairoseki, sprich den Seestein, was anderes auf sich hat, und zwar, und das ist nicht sozusagen mit der, ja, mit den Kanonen von Poseidon, ist klar, auch nicht mit den Kanonen von Pluton ist, sondern irgendwas anderes auf sich hat, aber ansonsten ist diese Theorie schon wirklich, wirklich, wirklich gut, Leute. Und ja, wie gesagt, in meinem letzten Video mit den guten Myrologs, also vorletzten Video, habe ich auch gesagt, dass unter der Redline auch die Fischmenscheninsel ist, und ja, das war zu diesem Zeitpunkt, als dieser Typ aus Mexiko diese Theorie aufgestellt hat, wurde natürlich noch nicht die Fischmenscheninsel gezeigt, aber
wir wissen ja, dass die Wahrsagerin gesagt hat, der Strohhut wird diese Insel zerstören und die liegt genau unter der Red Line. Und das würde dann auch passen, dass die Fischmenscheninsel auch zerstört wird durch den Einfall der Red Line, beziehungsweise von Mary Joa, was auf der Red Line liegt. Und ich finde, es ist eine ziemlich abschließende Theorie, die ziemlich wenig Lücken hat. Und ich muss auch sagen, dass mir das mit den Himmelsdrachenmenschen beziehungsweise den Tenryubito sehr gut gefällt, dass die Vorfahren von denen sozusagen mit Raumanzügen auch da ins Weltall gefahren sind. Denn wir wissen ja auch, das Weltall spielt wirklich eine Rolle. Und warum sollten sie Mondanzüge anhaben? Ja, es ist ziemlich krass. Wir wissen, Enel ist auch gerade auf dem Mond oder ist wieder zurück. Deswegen, das Weltall oder auch was man jetzt nochmal mit einziehen könnte, ist, dass Fujitora auch eine Frucht hat, die was mit dem Weltall zu tun hat letztendlich. Sie kann Meteoriten, kann er auf die Welt aufprallen lassen, was auch aus dem Weltall kommt. Also irgendwie muss da auch eine Verbindung zum Weltall bestehen. Es gibt auch mehrere Monde. Ich glaube 9 Stück sind es an der Zahl. Hat man gesehen im Baum des Wissens auf Ohara hat man das gesehen, dass so ein Planet da aufgestellt wurde als Globus so mäßig. Und dort rum waren 9 Planeten oder 6. Verbessert mich in den Kommentaren. Also das Weltall spielt auf jeden Fall eine Rolle und ich finde die Theorie ist schon ziemlich krank, ziemlich abgespaced, aber wirklich in sich schlüssig. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ansonsten bin ich für heute raus mit der kleinen Theorie und macht euch gefasst aufs nächste Video. Das wird ein neues Format anbrechen auf diesem Channel. Und ansonsten sage ich für heute Ciao und tschüss. Take the shot, don't waste the clock.